Heute in Notruf. Schwerer Sturz. Ein Ausflug auf Gomera entwickelt sich zum Albtraum. Toter Winkel. Ein Mann wird von einem Gabelstapler überrollt. Brennender LKW. Das Leben des Fahrers ist in Gefahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Notrufmagazins. Wir zeigen Ihnen tolle Rettungsaktionen, mutige Menschen und natürlich gibt es auch wieder 1.000 Euro in unserem Gewinnspiel zu gewinnen. Dazu kommen wir aber ein bisschen später. Zunächst zu unserer ersten Geschichte. In einigen Wochen ist es soweit, dann werden wieder 300.000 junge Abiturienten hoffentlich glücklich ihr Schlusszeugnis in Empfang nehmen und viele davon werden dann eine große Reise, sozusagen die Befreiungsreise, antreten. Wie allerdings aus einer Abi-Reise ein Albtraum werden kann, das sehen Sie jetzt in unserem ersten Beitrag. Teneriffa im Juli 2003. Nach bestandenem Abitur gönnen sich die beiden Freunde Fabian Weinreis und Till Beutling in den Bergen der Insel einen mehrwöchigen Urlaub. Was ist das für eine Insel? Ich glaube, das ist La Gomera. Wir haben ja auch einen Urlaub gesucht, der in die Natur geht, zum ein bisschen entspannen. Und wir sind auch nicht so die Leute, die jetzt eher feiern wollen und die ganze Zeit in der Touristenanlage hängen. Also wir wollen dann auch schon was von dem Urlaubsort sehen, wo wir dann sind. Ja, gestern sind wir hier die Straße. Am vorletzten Tag ihres Urlaubs wollen die beiden noch einmal eine ausgiebige Wandertour machen. Ich finde, heute sollten wir uns mal in eine andere Richtung bewegen. Jungs, braucht ihr noch was? Ja, wir sind gerade dabei, eine neue Tour zu planen für den Abschluss des Urlaubes. Ja. Weißt du, was uns da noch so richtig fehlt? Ein richtig schöner Sonnenuntergang. Ja, ich ruf mal den Andrea, der kann euch da ein paar Tipps geben. Ne? Der Till und der Fabian haben mich gefragt, ob ich ihnen einen Tipp geben könnte, wo sie laufen oder wandern können, ein bisschen bergsteigen und den Sonnenuntergang gucken. Und ich habe ihnen zwei, drei Möglichkeiten gegeben, habe sie darauf hingewiesen, dass dieses Gelände doch schwer zu begehen ist. In Teneriffa ist alles vulkanisches Gestein und das ist sehr porös. Es ist hier sehr trocken, das heißt dementsprechend rutschig. Deshalb passieren auch öfters kleinere Unfälle. Dann sind wir halt dann letztendlich an diesem Parkplatz, den der Andrea beschrieben hat, angekommen. Können wir die Jacken hier mitnehmen? Nee, ich glaube, so unnötiges Gepäck. Ich war dann schon eher dafür, dass wir jetzt auch ein bisschen was mitnehmen, also beispielsweise Pullover ausreichend zu trinken etc. Wir wussten ja jetzt nicht genau, was uns da für eine Strecke erwartet. Und der Fabian hat, wie er so ist, einfach mal die Initiative ergriffen und ist losgelaufen. Das ist wirklich schon eine gute Aussicht, ja. Aber wir könnten eigentlich auch die 50 Meter noch höher gehen und von da oben haben wir auf jeden Fall die allerbeste Aussicht. Ja, guck mal, wie die Wolken hier hochziehen, nachher ist da oben alles in Wolken. So. Lass uns hier bleiben. Der Fabian wollte dann, wie es halt so seine Art ist, noch ein Stückchen höher. Und ich war mir auch sicher, dass man von aus den Sonnenuntergang besser hätte sehen können. Aber war ja auch klar, dass wir dann im Dunkeln zurückgemusst hätten. Die letzten 10, 15 Meter. Das ist doch viel zu steil, oder? Als wir die letzten paar Meter noch vor uns hatten, habe ich mir einfach gedacht, die Griffe sind leicht sichtbar. Irgendwelche Risiken habe ich einfach ausgeblendet. Bin da hochgegangen, um dem Till auch zu zeigen, dass es doch schaffbar ist, auch für ihn als nicht so sportlichen Menschen. Aber dann kam es eben anders. Hatte die Augen zu, war überhaupt nicht ansprechbar, wie tot. Dann habe ich halt erstmal probiert, da so einen notdürftigen Verband irgendwie um den Kopf anzulegen, weil es hat einfach viel zu viel geblutet. Till ist sofort klar, dass sie schnell Hilfe benötigen. Denn alles deutet darauf hin, dass sich Fabian in einem bedrohlichen Zustand befindet. Doch als er versucht aufzustehen, kann er keinen Schritt gehen. Ein stechender Schmerz durchjagt seinen Fuß. Die Schmerzen im Fuß sind noch immer stärker geworden. Es ist sehr stark angeschwollen. Da konnte ich den Fuß dann auch gar nicht mehr belasten. Ich kann auch nicht laufen. Das Schlimmste war auf jeden Fall halt dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Also kannst du nur daneben sitzen und hoffen, dass halt irgendjemand jetzt kommt und euch findet.
nachdem dann die Sonne weg war, wurde es halt sehr schnell dunkel und auch sehr kalt. Und ich hatte noch einfach total das Zeitgefühl da verloren. Ey, bitte, Mann, jetzt wach mal auf! Und dann ist mir plötzlich eingefallen, als wir im El Refugio da die Sachen zusammengepackt haben, hat der Fabian ein Handy eingesteckt. Scheiße. Das war aber durch den Sturz allerdings so weit beschädigt, dass halt sich der Akku vom Rest gelöst hat. Ich habe es dann zusammengesetzt. Da war nur das Problem, ich hatte kein Netz. Du Garmin, der Fabian und der Till, die wollten schon zum Essen kommen. Ne? Ich fragte dann die Garmin und sie bestätigte mir auch, dass sie schon ein bisschen überfällig sind. Und ich machte mir einfach die Gedanken, fragte mich, ob vielleicht irgendetwas passiert sein könnte. Ich habe es dann halt trotzdem, weil es einfach die einzige Möglichkeit war, immer wieder probiert und irgendwann hat es dann zum Glück geklappt. Bitte lass das Netz halten. El Refugio Carmen? Hallo? Carmen, ist der Till. Wir hatten einen Unfall. Till? Hallo? Hallo? Carmen? Da stimmt was nicht. Der Till hat angerufen. Die haben, glaube ich, einen Unfall gehabt, aber die Verbindung ist abgebrochen. Was? Ja. Was hast du denn gehört? Ja, das ist irgendwas mit einem Unfall. Ich gehe sofort gucken. Also am besten, ja? Ich weiß, wo die ungefähr sind. Ich gehe jetzt los, okay? Das war halt irgendwie nochmal so ein richtiger Tiefpunkt. Ich konnte diesen einen Satz sagen und dann war es direkt abgebrochen. Und ja, ich habe mich dann echt danach so richtig mutlos gefühlt. Da ist mir auch nichts mehr eingefallen, was irgendwie helfen könnte. Ich kann hier nicht raus. Ich kann nicht laufen, Mann. Es war natürlich zappenduster. Es ist eine sehr wilde und menschenleere Gegend. Man hat fast keine Möglichkeiten, was zu erkennen in der Nacht. Es ist sehr dunkel und wenn man dann an einen Parkplatz kommt, wo man sie vermutet hat und es ist niemand da, ist es natürlich sehr frustrierend. Man verliert Zeit und man fragt sich, ob man sich auch richtig entschieden hat, alleine auf die Suche zu gehen. Bitte, jetzt wach mal auf, jetzt mal wach mal. Alter, hey, Fabi. Fabi, hey. Bert, wach mal, mach. Lass dich auch mal. Auf der einen Seite war ich froh, das Auto gefunden zu haben. Auf der anderen Seite war es doch ein sehr beklemmendes Gefühl, weil ich nicht wusste, was erwartet mich. Alter, mein Kopf tut total weh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Lass bloß die Augen auf, penn dich wieder weg. Hey, also ich war einfach nur total erleuchtet, dass ich da irgendwie eine Verbesserung in seinem Zustand irgendwie gezeigt hat. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wieder alles irgendwie gut wird. Mach die Augen wieder auf. Oh, mein Knie. Fabian! Man hört so einen Ruf 100 Meter weit in dieser Nacht, aber ich habe keine Antwort gekriegt. Es war Totenstille. Till! Fabian! Andrea! Hier! Für mich sah es extrem schlimm aus, einfach, ne? Weil überall Blut war. Das ist total tief hier am Kopf, Mann. Schön, dich zu sehen. Als erstes habe ich dann direkt auch beim Deutschen Ärztezentrum Hilfe angefordert. Ingo, das Telefon, das klingelt doch. Glücklicherweise erreicht er dort noch Dr. Ingo Pötsch und seine Frau Andrea. Deutsches Ärztezentrum Notdienst. Wir haben dann alle nötigen Maßnahmen ergriffen, die uns jetzt hier zur Verfügung stehen. Von Ambulanzwagen, Notärzten und dazugehörenden Rettungsassistenten, um für alles gewappnet zu sein, was da auf uns zukommen würde. Ich weiß ja nicht, wie viel Blut irgendwie ein Mensch verlieren kann, aber ich hätte auf keinen Fall da liegen können. Und ich konnte mir halt einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte, uns beide da rauszutragen. Ich muss hoch und du weißt ja ein, du drückst hier mit der Hand drauf. Ja, beeil dich, André. Wir waren froh, dass der Herr Grütter uns einwies, denn wir hätten das in der Dunkelheit eigentlich nicht so gefunden. Und wir haben dann einfach unsere Sachen zusammengepackt, die wir gerade mit unserem Team tragen konnten. Mit dem Risiko, vielleicht nicht 100% ausgerüstet zu sein, aber in Anbetracht des Zeitmangels und der Länge des Weges vom Ambulanzwagen bis zum Unfallort. Deswegen haben wir uns entschieden, das so zu organisieren.
Die Gefahren beim Fabian waren innere Kopfverletzungen mit Blutungen in den Kopf hinein, die also dann Kreislaufbeschwerden machen können oder sogar lebensgefährlich jemanden verletzen können. So eine Situation ist an solchem Gelände fast nicht zu beherrschen. Und zum Beispiel das Knie in seiner Funktionalität, was ja stark verletzt war, war nicht einzuschätzen. Es hätte sein können, dass das Knie völlig offen ist und dass eventuelle Folgeschäden doch zu erwarten sind. Bei dem Till war das offensichtlich erstmal nur in Anführungszeichen eine Verletzung des unteren Sprunggelenkes, welches aber nur durch Röntgendiagnostik 100% einsehbar ist. Als wir dann von den Ärzten herausgetragen wurden, fühlte ich mich schon etwas sicherer. Aber langsam kamen eben auch die Gefühle, ich bin abgerutscht, ich habe das Problem unterschätzt, dass den Ärzten das Gleiche im Prinzip widerfahren kann. Und dass ich, es tut mir sehr leid, dass ich alle anderen mit in die Situation hereingezogen habe. Nach einer gefährlichen Kletterpartie erreichen die Retter endlich den Parkplatz. Seit dem Unfall sind mehr als 3 Stunden vergangen. Das Röntgenbild des rechten Knies zeigte relativ schnell, dass es sich hier um keine Fraktur handelte. Und das Knie war in seiner Funktionalität nicht beeinträchtigt. Alles klar. Beate, guck du mal. Uwe, ist alles im grünen Bereich. Beate, übernimm du mal gerade. Ich gucke mir mit Christoph mal gerade die Schädelbilder. Was jetzt eben halt noch spannend war, waren die CT-Bilder des Kopfes, da wir immer noch keine Blutung im Kopf ausschließen konnten. Alles in Ordnung soweit, nichts gebrochen. Und Christoph, ich hab jetzt. Komm dann gleich mal rein. Ja. Alles klar, guck mal hier. Okay. Während der Unfallchirurg das Knie versorgte, konnte ich mit meinem Kollegen Dr. Bosch schnell die Bilder begutachten und diagnostizieren, dass es zu keinerlei Blutungen oder Hirndruckzeichen gekommen war. Und uns war klar, dass damit erst die Situation völlig entspannt war. Und wir wussten, dass der Fabian damit durch ist und gerettet ist. Das wird morgen in Ordnung sein. Schlaf dich aus, okay? Ciao. Dieser Unfall hat uns auf jeden Fall als Freunde noch näher zusammengeschweißt. Weil wenn man sowas einfach erlebt, ist es. Also es war wirklich so extrem, dass das bindet und verbindet ja irgendwie auch einfach. Und ich hoffe halt schon, dass er in Zukunft vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist bei den Sachen, die er tut, weil das wäre halt vermeidbar gewesen. Schon hochmütige Aktion von mir. Tut mir echt leid. Zum Till kann ich nur eins sagen, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich den Till in diese Situation gebracht habe. Aber das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist mich nur bei ihm tiefst entschuldigen. Gut, wenn man einen Freund hat, in solchen Fall wie Till, der sogar seine Rückreise verschoben hat. Katharina Henrich ist bei mir von der Zeitschrift Finanztests. Das ist die Zeitschrift der Stiftung Warentest. Frau Henrich, es gibt ein furchtbares Wort. Das heißt, ob jemand Auslandsreisekrankenversicherung. Muss ich die abschließen? Wenn Sie ins Ausland reisen, vor allem ins ferne Ausland, ist es sehr sinnvoll, wenn Sie gesetzlich versichert sind. Augenblick mal unterscheiden. Also viele fliegen ja nach Spanien, nach Mallorca zum Beispiel, von diesem schönen Flughafen hier in Köln-Bonn. Auch wenn man es noch nicht sieht, aber die Reisesaison steht vor der Tür. Muss ich mich da extra für die EU-Länder versichern? In den EU-Ländern haben Sie den gleichen Schutz wie in Deutschland praktisch, aber keinen Krankenrücktransport. Das heißt, wenn Sie in Mallorca, wenn irgendwas Schwieriges passiert und Sie nach Hause wollen oder aus medizinischen Gründen besser nach Hause gebracht werden sollen, dann ist es schon sinnvoll, um diesen Schutz zu haben, eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen. Und im fernen Ausland, also wenn man nach Amerika reist oder nach Afrika, dann ist es sowieso ein Muss. Was kostet das denn so etwa? Also man wird wirklich nicht arm dabei. Es gibt Verträge, Jahresverträge ab 5 Euro. Pro Jahr? Pro Jahr. Das ist ja nun wirklich kein Geld für die Sicherheit, die einem geboten wird. Wobei ich denke, für einen kurzen Urlaub von 3 Wochen, da kann man auch kürzere Verträge abschließen. Nee, also man sollte eigentlich diese Jahresverträge nehmen. Nur wenn man länger verreisen will, über 42 Tage, dann muss man einen Einzelvertrag abschließen, die dann etwas teurer sind. Also man muss darüber einfach sprechen, obwohl es eigentlich keiner wahrhaben will. Aber es kann ja passieren, dass jemand zu Tode kommt im Urlaub. Ist damit der Rücktransport des Verstorbenen auch abgesichert? Ja, die Überführung ist auch inklusive. Muss ich auch eine Unfallreiseversicherung abschließen? Eher nicht. Also eine Unfallversicherung muss man sich überlegen, ob man sowas haben will. Die ist da für Invaliditätsleistungen. Das heißt, wenn ich irgendwann nicht mehr arbeiten kann, aufgrund eines Unfalls. Und nur für die Reise so etwas abzuschließen, ist eigentlich unsinnig, weil sie übernimmt keine medizinischen Leistungen. Wenn ich ins Krankenhaus muss mit einem schweren Beinbruch, dann übernimmt eine Unfallversicherung diese Leistung nicht. Ganz kurz noch.
wenn mir was passiert, was habe ich zu tun, was muss ich unternehmen? Die Versicherer geben einem immer so eine Notrufkarte, da steht die Nummer drauf. Und wenn man dazu in der Lage ist, sollte man auf jeden Fall erstmal die Versicherung kontaktieren und sagen, was passiert ist und sich eine Deckungszusage geben lassen. Die dann auch beim Krankenhaus zum Beispiel vorgelegt wird? Genau. Frau Henrich, herzlichen Dank und schönen Urlaub. Sie ist bestimmt versichert, wenn sie fliegt, denn sie weiß ja alles darüber. Wir kommen jetzt zu unserem Gewinnspiel. 1.000 Euro. Sie müssen nur ganz schnell anrufen, falls Sie die richtige Antwort auf meine Frage wissen. Und die Frage lautet heute: Was kennzeichnen orangefarbene Tafeln an Lastkraftwagen? A. Gefahrguttransporte oder B. Mülltransporte? Wählen Sie ganz schnell die 01379 707030. Und vielleicht sind Sie dann am Ende der Sendung der glückliche Gewinner. Der Job des Lkw-Fahrers ist ein Knochenjob. Tagelang unterwegs, getrennt von Familie und Freunden, dazu die engen Lieferfristen im Nacken. Uwe Volz kann ein Lied davon singen, auch er ist Brummifahrer, aber er ist immer voll bei der Sache. Und dank seiner Aufmerksamkeit ist ein Kollege noch am Leben. Hier die Geschichte. 26. September 2001 in der Nähe von Baden-Baden. Kraftfahrer Uwe Volz befindet sich mit seinem Lkw auf dem Weg zur Anschlussstelle der Autobahn A5. Ich kam von Frankfurt und musste nach Iffezheim mit zwei leeren Containern. Die hatte ich in dem Morgen schon in Frankfurt in der Verbrennungsanlage leer gemacht und war wieder auf dem Rückweg, um die Container bei der Kundschaft abzugeben. Auch der Kraftfahrer Helmut Gollinger ist Richtung Autobahn unterwegs. Ich habe an dem Tag morgens um 10 Uhr angefangen. Das Fahrzeug war leer und musste nach Offenburg zum Laden. Ich sah da etwa 1000 Meter entfernt schon, dass da ein Stau beginnt. Und ich bin dann auch gleich vom Gas gegangen, habe mich von dem Vorder-LKW schon ein bisschen distanziert. Ich wundert mich auch noch, warum der keine Anzeige macht zum Bremsen. Und dann hat es auch schon auf einmal einen Schlag getan. Eine Verpuffung, ein riesiger Knall, da hat es eine Wolke raus. Und dann habe ich auch sofort angehalten und bin raus und habe geguckt, was los war. Da hat mit mir gesprochen, wie wir beide jetzt hier sprechen. Er hat laut und deutlich geantwortet. Er hat gesagt, hier brennt's, hilf mir. Und das war für mich halt dann der Ausschlag, dass ich erst nach Feuerlöscher gucke. Sonst war gar kein Gedanke da, nur schnell, schnell Feuerlöscher, dass der Mann da drin nicht verbrennt. Ja, was gibt's denn? Schnell, hilf mir, da hängt noch einer drin, da ja, brennt! Komm gleich. Ja, falsch mein Name. Ich bin da von der Autos sofort in seine Kabine. Und überall vorher sagt, das kann doch nicht sein, dass man den einfach nicht rausziehen kann. Könnt ihr den nicht da drin lassen? Ja. Hab dann einfach gezogen, erst mal rechten Fuß langsam. Ja. Und dann den linken. Nur der linke Fuß ging nicht. Da war ja das Problem, dass der linke Fuß so, Bein, ganze Fuß halt, ne, so eingeklemmt war. Den hättest du einfach nicht rausziehen. Die Feuerwehren aus Rastatt und Baden-Baden erhalten die Meldung brennender LKW. Dass sich noch eine Person in dem brennenden Wrack befindet, wissen die Feuerwehrmänner nicht. Das Ding hat einfach nicht aufgehört zu brennen, weil der ganze Motorblock, der war schon atmosphärisch am Glühen, wenn ich da den Schaum draufgesprüht habe. Das war für 3-4 Sekunden, war das Feuer erlöschen und dann kam es wieder. Das Ding war echt nicht auszubekommen. Und wir hatten echt Mühe, das Ding überhaupt unter Kontrolle zu halten. Als dann der Brand im Führerhaus war, dann habe ich Panik bekommen. Ich habe gedacht, leben will ich will nicht sterben, also muss irgendwas passieren. Raus komme ich nicht mehr, die bringen mich auch nur raus aus dem Führerhaus ohne Hilfsmittel. Und dann habe ich mein Messer gesucht, um mein Bein abzutrennen. Und das hätte ich ja gemacht, Schmerz habe ich keinen gehabt. Das ist auf der einen Seite die Hölle und auf der anderen Seite wieder so eine Demut. Also jetzt ist passiert, jetzt musst du dich halt mit abfinden mit der Sache. Jetzt ist dein Ende wirklich da. Hoffentlich geht's schnell. Ja.
Das ist einfach schrecklich, das mitzuerleben. Das ist überall Feuer, das steckt drin und du kannst ihn nicht rausholen. Das ist ein wirklich beschissenes Gefühl. Ich heule wirklich nicht, ja. Also egal, was die Situation ist, man versucht, man ist irgendwie schon von klein an so erzogen. Weinen gehört nicht einfach so beim Mann, ja. Aber in dem Moment sind wir wirklich Tränen rausgekommen. Weil ich war so machtlos, aber das kann doch einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass du da nichts machen kannst. Was machen wir denn? Weiß es nicht. Wir müssen irgendwas tun. Dann war halt die Idee, oder wenn ich echt nicht mehr wusste, weil die Feuerwehr zur Neige ginge. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Dann kam Peter halt auf die Idee, dann mit dem Spanngurt und Führerhaus wegzuziehen. Durch diese Kabine vor nach vorne ziehen, das war einfach das Ziel, dass von der Reife her, weil da ja so viel Feuer dann noch mehr dazugekommen ist, ja, dass man da die Hitze irgendwie verringern kann. Das Führerhaus war auf der Nase, da habe ich mir einen Spanngurt mit einem Knoten frisch gemacht und habe es dann bei Petrit hinten an der Stoßstange festgemacht. Und ich habe dann die Kommando gegeben, dass er anziehen soll und langsam, weil man wusste ja nicht, wie er eingeklemmt war, ob er noch ärger eingeklemmt wird beim Wegziehen. Holz und Petrit Bieger haben die Kabine weit genug von dem brennenden Auflieger weggezogen. Doch Helmut Gollingers Zustand verschlechtert sich. Das war noch vielleicht höchstens eine Minute, dann war auch schon die Feuerwehr da. Und ich bin dann auch hingelaufen. Ja, warum? Die wusste ja gar nicht, dass da noch einer drin war. Wo die mitbekommen haben, dass da noch jemand drin ist, ist sofort ein Schlauch rausgekommen. Dann haben wir den Schlauch genommen und gleich ins Führerhaus reingehalten und das Führerhaus richtig mal abgespritzt. Normalerweise ist das Wasser kalt. Für mich war das nicht kalt, so ein Schock oder irgendwas. Das war ein wohltuendes, fast Wollustgefühl. Das war in der Erstphase eben auch eine sehr dramatische Situation. Es wurde dann auch dunkler, sodass wir unter großem Zeitdruck auch gekommen sind. Nach wenigen Minuten sind die Kollegen aus Rastatt eingetroffen, die als zweiten Abschnitt die Brandbekämpfung im Bereich des Aufliegers übernommen hatten. Der eingeklemmte Fahrer war erkennbar sehr schwer verletzt. Wir sind davon ausgegangen, dass er eine schwere Rauchgasvergiftung hatte. Auch, dass er eine schwere Einklemmung im Beinbereich hatte und mit Sicherheit Brandverletzungen. Das stand schon relativ früh fest. Für das Unfallopfer war das natürlich eine ganz, ganz schlimme Situation, die man sicherlich als Mensch sehr schwierig nur verarbeiten kann. Ein riesiger Trümmerhaufen, man ist eingeklemmt, es raucht, es zischt, es explodiert. Es ist natürlich schon eine üble Situation. Nachdem das Schmerzmittel dem Patienten verabreicht wurde und die Erstversorgung mittels Infusion und Sauerstoff vollzogen wurde, war natürlich die technische Rettung, stand die im Vordergrund. Okay, ihr könnt mit der technischen Befreiung anfangen. Okay, wir fangen dann an. Ich versuchte während dieser technischen Rettung den Patienten so weit wie möglich zu beobachten, um zu sehen, inwiefern ein kritischer Zustand auftritt. Möglichkeiten der Intervention geben sich natürlich nicht. Patient ist frei. Okay. Es dürften mindestens 20 bis 30 Minuten gedauert haben, bis der Patient befreit war. Wir haben ihn dann schnellstmöglich auf die Trage gelegt, ihn mit Sauerstoff weiterhin versorgt, um auch ein weiteres Auskühlen zu verhindern. Entsprechend den Patienten in den Wagen gebracht. Dann erfolgte von mir die Erstuntersuchung, um zu sehen, welche Verletzungen vorhanden sind. Vor Ort konnte ich eine schwerwiegende Fraktur am Unterschenkel mit starken Verbrennungen sehen, entsprechend Verletzungen am Brustkorb mit Frakturen der Rippen. Das äußere Verletzungsmuster ließ natürlich schon darauf schließen, dass eventuell auch innere Verletzungen da sind. Schauen Sie mich bitte mal an. Nachdem die Vitalfunktion gesichert wurde mit einer künstlichen Beatmung, wurde er schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht zur weiteren Versorgung.
Mittlerweile ist über ein Jahr vergangen. Helmut Gollinger hat zahlreiche Operationen hinter sich und schwebte lange in Lebensgefahr. Für seine Familie war es eine schwere Zeit. Doch sein Überlebenswille hat schließlich gesiegt. Er hat immer gesagt, jede Minute, wo er geschenkt kriegt von oben, die will er nutzen. Dann habe ich ihm immer gesagt, du selber hast immer gesagt, du willst jede Minute haben, bitte kämpfe um dein Leben. Und das hat er im Endeffekt auch gemacht, das hat ihm auch, glaube ich, weitergeholfen. Herr Bieger, Herr Volz, kommen Sie bitte zu mir. Herr Bieger, ich möchte Ihnen heute für Ihren heldenhaften Einsatz die Rettungsurkunde des Landes Baden-Württemberg verleihen. Ich kann nicht sagen, das sind Freunde oder irgendwas, das ist mehr. Das sind ja meine Lebensretter, die haben mir jetzt das zweite Mal das Leben geschenkt. Wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich ja nicht mehr da heute. Und da jetzt hat irgendwie einen Dank auszusprechen oder irgendwas, ich müsste dann von morgens bis abends immer nur Danke sagen. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, Freude, das ist mehr wie Freude. Die Lebensretter werden kurz darauf für ihren Einsatz geehrt. Ein schönes Beispiel dafür, dass sich helfen wirklich lohnt. So, die Zeiten heute sind ganz anders als früher. Kinder müssen heute viel eher lernen, selbstständig zu sein. Das trifft auch auf die kleine Jasmin zu. Die ist gewohnt, sich zu nehmen und alles zu bekommen, was sie will, ohne etwa auf die Hilfe von Erwachsenen warten zu müssen. Bis das allerdings eines Tages böse ins Auge geht. Traunstein in der Nähe von Salzburg. Gegen Mittag kommt Jasmin Nikolaus von der Schule nach Hause. Wenn die Schule aus ist, dann fahre ich mit dem Roller nach Hause. Es ist ganz toll zu Hause bei mir und alle kümmern sich um mich. Jasmin ist mein einziges Kind. Ich bin auch total stolz drauf. Sie ist sehr lebhaft, aber braucht trotzdem ihre Ruhephasen. Was natürlich als Mutter angenehm ist, weil man einfach was machen kann. Man muss aber trotzdem aufpassen, was sie tut. Die Jasmin ist unser Ein und Alles geworden. Wir haben vor 5 Jahren den Sohn, den Onkel von der Jasmin verloren. Und in der Zeit hat sie uns sehr, sehr geholfen, über den Schicksalsschlag drüber hinwegzukommen. Weil wir ja doch, das Leben ging weiter. Und wir mussten für Jasmin immer da sein. Nachdem sie eine Weile gespielt hat, bekommt Jasmin plötzlich Durst. Da habe ich in den Kühlschrank geschaut. Da war aber nichts zum Trinken drin. Da ist mir die Idee gekommen, dass Mama im Schlafzimmer ganz viele Flaschen stehen. Die blöde Flasche ging einfach nicht auf. Aber dann hatte ich eine super Idee. Ich wollte es ganz alleine schaffen. Jasmins Schmerzensschrei, der hat sich furchtbar angehört und ist mir durch Mark und Bein gegangen. In diesem Moment kommt Jasmins Onkel von der Arbeit nach Hause. Er unterschätzt die Situation zunächst völlig und glaubt, es sei alles halb so schlimm. Jasmin will die Hand auf keinen Fall vom Auge wegnehmen. Weder Stefan Nikolaus noch seine Mutter können sich vorstellen, was eigentlich passiert ist. Dann gehen wir erst schnell Waschlappen und das Auge kühlen. Ja? Sie hat die Hand vom Auge gehabt und ich sagte, nimm mal die Hand weg und wollte aber erst nicht, weil sie Angst hatte. Und der einzige Gedanke, wo mir kam, das Auge kühlen. Mit einem kalten Waschlappen dann. Zeig mir mal das Auge mal. Guck mal, ganz kurz nur. Als Jasmin die Hand vom Auge genommen hat, habe ich einen furchtbaren Schreck gekriegt, weil das Auge hat ausgesehen wie ein Katzenauge, die Pupille so lang gezogen, also furchtbar hat es ausgesehen. Ich gehe schnell die Mama in der Arbeit anrufen, ja? Dass mir direkt das Herz stiebt, im schlecht, dass wir waren, wo ich dann selber nicht mehr gewusst habe, was jetzt überhaupt zu machen ist. Das wird schön. Kriegen wir schon auf 3 Jasmin. Ja? Also um da einen Notruf anzurufen, so weit habe ich nicht gedacht. Ich habe erst mal meine Tochter auf der Arbeit angerufen dann. Ja, das war mir dann doch sehr wichtig. Aber mach dir keine Sorgen, es ist nicht so schlimm, nur zur Vorsorge zum Arzt zu fahren. Ich habe eigentlich schon gewusst, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss, weil sonst
Meine Mutter weiß ja eigentlich selber zu helfen, wenn irgendwas ist mit der Jasmin. Also ich habe da natürlich in der Arbeit alles stehen und liegen gelassen. Ich bin also nur aus dem Laden rausgerannt und ins Auto und losgefahren, irgendeine Strecke auf dem schnellsten Weg nach Hause. Oder ist das schlimm mit dem Auge? Dann ist mir immer durch den Kopf, warum? Warum immer wir? Warum Jasmin? Tut sie jetzt ihr Augenlicht verlieren? Da Jasmin natürlich mein einziges Kind ist und wenn da irgendwas passiert, dann steht man irgendwie unter Schock, in Trance. Wir haben zwei Strecken, ich weiß nicht, welche Strecke, dass ich gefahren bin. So schnell wie möglich zum Kind einfach. Was ist denn passiert? Die hat hier irgendwas ins Auge gestochen. Sag mal, oh gut, fahren wir vielleicht gleich zum Arzt, ja? Wie wurde die Jacke? Auf der Fahrt zur Hausärztin ist Jasmin ungewöhnlich still. Mutter und Großmutter sind sehr besorgt. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich weiß, normal sollte man nicht selber fahren. Ein Rettungswagen wäre vielleicht gescheiter gewesen, auch für mich, dass heute einfach nichts passiert. Wir haben Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Grüß Gott. Hallo. Wir hätten einen Notfall. Die Jasmin hat sich was ins Auge gestochen. Ja, dürfen Sie dann gleich mitgehen? Die Familie Nikolaus kam in die Praxis ziemlich aufgeregt. Und Jasmin war sehr blass. Ich denke mir, sie stand also massiv unter Schock. Ups, was hast du denn angestellt? Leg dich mal hin, zeig mal hin. Guck mal gleich mal. Oh, das müssen wir unbedingt augenärztlich versorgen. Na, ich mache jetzt einen sterilen Verband. Augenverletzungen, egal welcher Art, sollte man immer als Notfall betrachten. Zum einen, wenn ich mir das Auge verletze, ist es in erster Linie immer das Augenlicht gefährdet. Als zweites kann ich mir ganz, ganz massive Infektionen einfangen. Und diese Infektionen können natürlich auch bleibende Schäden hinterlassen. Hallo. Das ist die Jasmin, schon, ihr kommt sehr wohl. Es ist wichtig in solchen Fällen, dass man nicht selber fährt. Es ist immer besser, wirklich anzurufen und jemanden kommen zu lassen. Wenn ein Notarztwagen in die Ambulanz kommt, ist es eigentlich immer schon vorab gemeldet. Also aus diesem Grund ist auch die Behandlung wesentlich schneller. Als der Krankenwagen dann weggefahren ist, also es war schon schlimm, dass man nicht helfen konnte und man jetzt zurückbleiben musste und abwarten musste, was passiert. Bist du so lieb? In der Landesklinik für Augenheilkunde und Optometrie in Salzburg beginnt Dr. Martin Emes sofort mit mikroskopischen Untersuchungen. Gerade ausschauen. Ja, wunderbar machst du das. Sehr gut. So, jetzt ganz stillhalten, weil ich würde jetzt noch ein Foto davon machen, damit wir das dir und auch deiner Mama erklären können, was passiert ist. Es ist hier ein Schnitt in der Lederhaut, knapp neben der Hornhaut. Und dieser Schnitt wird jetzt austamponiert von Irisgewebe. Sie sehen hier, dass die Iris verzogen ist und hier aus dem Auge herausragt. Das gehört auf jeden Fall operiert. Also wir müssen diese Iris wieder zurückschieben ins Auge. Und wenn wir Glück haben, können wir das so versorgen, dass im Prinzip auch nichts zurückbleiben wird. In der Operation wurde die vorgefallene Regenbogenhaut wieder in das Auge zurückgeführt. Gott sei Dank war die Verletzung nicht so lange zurückgelegen, dass es also noch nicht zu einem Absterben der Regenbogenhaut gekommen war durch das Einklemmen in den Wundspalt. Außerdem wurde die Wunde mit einem feinsten Nylonfaden verschlossen. Selbst nach einer erfolgreich durchgeführten Operation kann man nicht sagen, ob das Kind eine hundertprozentige Sehkraft erreichen wird. Man weiß ja nicht, ob es zu einer Hornhautverkrümmung kommen wird oder zu diversen Infektionen. Das waren heute meine Gedanken, das dem Kind irgendwann vielleicht erklären zu müssen. Sie sieht auf dem Auge nichts mehr. Hilflosigkeit einfach. Eins, zwei. Eine Woche später ist Jasmin wieder zu Hause. Jetzt ist es für eine optimale Heilung sehr wichtig, das verletzte Auge nicht anzustrengen und ruhig zu halten. Noch ist nicht sicher, ob Jasmin ihre volle Sehkraft zurückerlangt. Aber vorsichtig mit dem Auge, weil du darfst ihn nicht so anstrengen. Okay? Es ist halt immer schwierig. Man möchte dem Kind natürlich nichts verbieten, hat aber trotzdem die Angst, dass die Nähte einfach wieder aufgingen und dann eben irgendwelche Folgeschäden bleiben. Jasmin, mach schön langsam, gell? Wie das viele machen mit dem Auge, ne? Was ich zum Glück auch durch das Malen. Dafür habe ich von Dr. Chow ganz viele Bilder gemalt. Hallo Jasmin, grüß dich.
Hallo. Wie geht's dir denn? Gut. Und, siehst du schon was Gutes? Super. Hast du mir wieder eine Zeichnung mitgebracht? Da freue ich mich aber sehr. Da Jasmin ein ganz tolles, selbstständiges und tapferes Kind ist, konnte ich also bei ihr die Nähte in Tropfanästhesie ohne Vollnarkose entfernen. Das ist also für Kinder völlig ungewöhnlich und hat mich also zutiefst fasziniert. Jawohl, ganz ruhig, ganz gerade ausschauen. 9, 4, 5, 2. Herrlich. Das sind 100% Jasmin, das ist genauso toll wie vorher. Das ist, als wenn ein Zentner Last von einem abfällt. Und bei uns war natürlich die Freude riesig. Ich bin ganz froh, dass mich der Dr. Chuck wieder gesund gemacht hat. Da durfte ich endlich wieder rumlaufen und rumtoben. Den großen Peak lasse ich lieber in der Schublade. Also ich bin eigentlich diejenige, die wohl jetzt aufpassen muss, dass ich es nicht in Watte packe und dass ich es nicht zu sehr beschütze und behüte und bemutter. Ich muss das lernen einfach wieder, dass das Kinder sind und Kinder ihre Erfahrungen machen müssen und eben selbstständig sein müssen und einfach Fehler machen, die wohl nicht einfach passieren. Der kleinen Jasmin geht es inzwischen wieder richtig gut. Sie kann ganz fantastisch stehen und nicht nur das, sie malt Bilder, die sind so toll, die müsste man eigentlich, würde ich mal im Fernsehen zeigen. Eines, schauen Sie genau hin, hat sie ganz allein für mich gemalt. So, und Sie sollten jetzt auch ganz genau nochmal auf Ihren Bildschirm schauen, denn wir blenden Ihnen jetzt unsere 1.000 € Gewinnfrage ein. Und wenn Sie die beantworten und wenn Sie dann noch Glück haben, dann sind Sie vielleicht der glückliche Gewinner von 1.000 €. Also, hier ist die Frage von heute. Was kennzeichnen orangefarbene Tafeln an Lastkraftwagen? A. Gefahrguttransporte oder B. Mülltransporte? Ganz schnell die Chance nutzen. Wählen Sie die 01379 70 70 30. Und wie gesagt, vielleicht sind Sie ja heute der glückliche Gewinner von 1.000 €. Am Ende der Sendung werden wir den Gewinner bekannt geben. Kurze Pause, dann geht's weiter, unter anderem mit dieser Geschichte. Gleiche Notruf. Rainer Böttcher hat mit Hilfe eines Kollegen seinen LKW beladen. Nachdem sie fertig sind, will der Staplerfahrer den Weg für den LKW freimachen. Doch dann kommt es zu einem folgenschweren Unfall.